Ja, Mama Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit der wunderbaren Mac unterwegs und haben folgendes Setup dabei. Beweise dich, wir schaffen das. Adrenalin und Technikerin. Ich habe eine Aufgabe, für die ich Technikerin brauche. Deswegen, ich habe mich gerade selber gewundert, wieso ich Technikerin dabei habe. Das sah nämlich nicht nach einem random Setup aus. Und ja, jetzt wissen wir Bescheid. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Los geht's. Oha, das geht aber schnell. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Alle hier ihre Hamster ordentlich am Laufen gerade, Leute. Okay, hier oben einfach gar nichts. Hier wäre ein Gen. Jetzt habe ich natürlich kein Balance dabei. Das wäre cool gewesen, ne? Schauen wir mal. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt kein Stalker oder so ist. Nice. Das heißt, das eine Totem wurde weggemacht und unten wurde eins verhext. Nehmen wir mit. Ich muss auf Krampf jetzt drei Generatoren. Oh, Trapper. Alles klar. Da hat jemand eine Falle gefunden, Leute. Meine Güte. Oh, scheiße. Sorry, Jesse. Da hat wieder jemand ein Totem gefunden. Nice. Ich meine, Elchtierchen war eh schon verletzt, von daher halb so schlimm. Trotzdem ein bisschen ärgerlich natürlich. Geil, dann haben wir den fertig. Come on and slam. Ich habe doch gerade gehört, wie der Boy eine Palette gemacht hat. Das wird aber unter uns gewesen sein, ne? Gibt's nicht eine Serie, die so heißt, unter uns? Ich gehe kurz helfen, Leute, aber ich muss eigentlich auch auf Krampf Generatoren machen. Einen habe ich ja schon. Zwei muss ich noch. Ach, okay. Also quasi schon die Zeit, die davor war, Jesse. Verstehe. Moin. So schnell wärst du nicht nochmal hochgeheilt hier. Zack. Paranoid wird auch gejagt. Sehr geil. Dann können wir hier hoffentlich in Ruhe den nächsten Generator machen. Leute, ich will ja nichts sagen, aber würde ich mir schon gönnen. Die Aufgabe, ne? Ey, Julie kennt sich richtig aus, ey. Was ist da los? Aber ihr habt wahrscheinlich auch Mitarbeiter, ne? Du. War das nicht so, dass ihr ein Hotel hattet? Und ich dachte, ich wäre ihm schon böse reingelaufen. Ha, Barina ist ihm noch besser reingelaufen als ich. Ja, aber da musst du halt ja schon. Ja, klar, aber ich glaube, irgendwann wird es wahrscheinlich schon auffällig, oder? Also ich habe keine Ahnung. Man wird auch verletzt, wenn man eine Falle macht. Okay, alles klar. Ich gehe mal zum nächsten Generator. Komme ich an dem Ding vorbei? Ah, will ich jetzt verletzt sein? Die ist schon böse, so wie sie da liegt. Hier oben wäre keine. Okay. Dann schaue ich, ob ich hier oben einen. Er hat doch auch das Addon, dass die sich selber aufstellen. Dann lohnt sich's erst recht nicht, die Dinger wieder dicht zu machen. Er hat sich aber nicht die Map gewünscht, oder? Was ist eigentlich mit dem Alu? Spielt er wieder inzwischen so ein bisschen. Also ist er wieder so ein bisschen mehr in seiner Rolle, sag ich mal? Oder. Die letzte Begegnung war ja irgendwie nicht ganz so berauschend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Daher weißt du das. Ah, okay, verstehe. Und Jessys Update ist durch. Let's go! Nach der letzten Begegnung warst du auch eher raus bei ihm. Okay.
Ja, es war interessant, um es mal so zu sagen. Elchtierchen wurde gerettet, Leute. Ich bin übrigens am 3. Gen. Das heißt, alle Generatoren, die bisher fertig geworden sind, will's ja nur noch mal sagen, ne? Hat der Mann mit der glänzenden Glatze fertiggestellt. So, hier ist irgendjemand. Hallo. Weiß nicht, ob du lieber wegrennen willst, ehrlich gesagt. Aber die Jagd ist schon irgendwo anders. Da hat jemand eine Palette gezogen, auf jeden Fall. Rina da drüben, okay. Wait a minute. Hatte sie nicht gerade eine Palette gezogen? Wie ist er da so schnell durchgekommen? Ja, Donnerstag könnte eng werden. Rechnet mal Donnerstag nicht mit dem Stream. Weil wir haben Donnerstag, Donnerstag muss ich nochmal mit Leni zur Hundeschule. Weil, wenn wir Fahrrad fahren, das passt Carly irgendwie nicht so richtig. Mit Leni? Ja, die benimmt sich schon wieder nicht. Die ist schon wieder läufig. Auf jeden Fall, ja, wir müssen zu zweit halt hin. Das wollte ich damit ausdrücken. Mit Carly und Leni muss ich zur Hundeschule. Weil, wenn angenommen, ich gehe jetzt mit Carly spazieren und Leni kommt mit dem Fahrrad und fährt mit dem Fahrrad neben uns her oder fährt mit dem Fahrrad weg, dann rastet Carly komplett aus. Und wir haben schon alles Mögliche irgendwie versucht, ihr das beizubringen, dass sie nicht ausrasten braucht, dass alles gut ist. Aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Deswegen Donnerstag sind wir nach langer Zeit mal wieder in der Hundeschule. Sind wir jetzt ja, glaube ich, schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Weißt du, wo das Problem ist? Das Fahrrad. Weg damit! Es hat auf jeden Fall schon irgendwas mit dem Fahrrad zu tun. Wir wollten sie jetzt halt mal so an das Fahrrad zumindest dann irgendwie gewöhnen oder so. Aber ja, mal schauen, vielleicht hat die Hundetrainerin gute Tipps. Oder was zum Beispiel auch nicht so gut klappt, angenommen, wir gehen mit der Familie spazieren und ich habe sie an der Leine und die Kinder rennen dann vor. So, weißt du, sie kann dann einfach nicht diesen... Oh, scheiße. Sie kann einfach dann nicht diesem Reiz widerstehen, dass sie auch mitmachen will. Dass sie halt entweder neben dem Fahrrad herlaufen darf oder dass sie mit den Kindern toben darf. So ein bisschen diese Impulskontrolle funktioniert an der Stelle nicht so gut, scheinbar. Mal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass die Nötschelle gleich reincheppert. Ich habe nicht gesehen, zu welchem Ausgang Rina gegangen ist. Hör ich hier Rina gerade noch rennen? Ja. Ich glaube ja. Das heißt, Rina ist zu gar keinem Ausgang gegangen. Sehr gut. Da ist Rina jetzt. Dann gehe ich zum anderen. Bisschen Sorge mit Nöd, aber ganz ehrlich, wir haben eigentlich schon zwei Totem-Fähigkeiten weggekloppt, ne? Hat er noch eins dabei? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber er hat die Ausgänge getrappt. So ein Bob. Moin. Hallo? Ding musst du kaputt machen, mein Freund, oder du legst eine Falle dahin. So, und jetzt Daumen drücken, Leute, dass die Nötschelle nicht kommt. Zeit müsste genug gewesen sein, Ausgang sollte offen sein. Kann jemand für mich tanken? Dann aber raus mit uns hier. Eieiei. So, sehr schön. Genau, oder sie will die Gruppe zusammenhalten, aber das braucht sie ja gar nicht. Dann müssen wir ihr halt beibringen, dass sie die Gruppe nicht zusammenhalten braucht, sondern dass das meine oder Lenis Aufgabe halt ist, dass wir die Gruppe zusammenhalten, wenn wir der Meinung sind, dass sie zusammengehalten werden muss.
Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Leute, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen und wen der Hundi-Talk am Ende, beziehungsweise auch während der Runde ein bisschen interessiert. Inzwischen waren wir natürlich schon in der Hundeschule und es klappt soweit auch alles ganz gut. Jetzt mit dem warmen Wetter werden wir natürlich nicht Fahrrad fahren mit Hundi, das ist klar. Aber einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, falls es euch interessiert. Und ja, ich würde sagen, wenn euch die Runde gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und natürlich auch vielen Dank an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Ich bin raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.